BYD ballert in China schon wieder das nächste Modell auf den Markt, den BYD Quinn EV. Der ist aber nicht nur technisch interessant, den bekommt man nämlich quasi hinterhergeschmissen. Was der BYD Quinn EV alles kann und was er denn nun kostet, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. BYD hat erst kürzlich den Quinn Plus DMI 2023 in China auf den Markt gebracht und der Autohersteller hat die Einführung einer weiteren aktualisierten Variante des Quinn Plus im Visier. Nach Angaben des Autoherstellers wird er den neuen BYD Quinn Plus EV am 7. April auf den Markt bringen. Das überarbeitete Modell wird die meisten der gleichen Merkmale wie das aktuelle Modell behalten, aber angesichts des jüngsten Preisblutbads der chinesischen Autohersteller wird nochmals eine Preissenkung erwartet. Dazu aber gleich mehr. Der BYD Quinn wurde 2012 auf den Markt gebracht, um den auslaufenden BYD F3 DM zu ersetzen und 2021 brachte BYD den Quinn Plus auf den Markt. Der Quinn Plus ist in zwei Varianten erhältlich. Als Quinn Plus DMI in der Plug-in-Hybrid-Version und als Quinn Plus EV in der vollelektrischen Version. Das Auto hat eine kompakte Limousinenform. In der Front ist der große Polygon-Grill durch eine verchromte Zierleiste auf der Oberseite des Grills mit den schlanken Scheinwerfern auf beiden Seiten verbunden. Das Schriftzeichen Quinn in der Mitte des Zierstreifens weist auf die Identität des Autos hin. Das Heck nimmt ein durchgehendes Rücklichtdesign an, das bei der Beleuchtung in einer umgekehrten L-Form gut erkennbar ist. Hinten prangt auch der Schriftzug Build Your Dreams. Der neue BYD Quinn EV ist mit einem schwimmenden 8,8 Zoll LCD-Instrumentenpanel und einem zentralen 15,6 Zoll Bedienbildschirm ausgestattet. BYD wird neue Modelle standardmäßig mit perforierten Sitzen ausstatten und High-End-Modelle werden mit 8 Lautsprechern ausgestattet. Darüber hinaus wird BYD das Computersystem des Autos auf D-Link 4.0 System aufrüsten. Es könnte auch ein neues braunes Farbschema für den Innenraum geben und das Design des Autoschlüssels könnte an eine NFC und einen mechanischen Schlüssel geändert werden. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und vor einem gebauten MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's! Der BYD Quinn EV ist 4,76 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,51 Meter hoch bei einem Radstand von 2,72 Metern. Unter der Haube wird der überarbeitete Quinn Plus EV von einem TZ200 XSK Motor angetrieben, der 184 kW Leistung erzeugen kann. Das ist mehr als die 135 kW, die bei den Vorgängermodellen verfügbar waren. Zusätzlich wird das Auto mit einem Lithium-Eisenphosphat-Blade-Batteriepaket mit einer Reichweite von 420 bis 610 km ausgestattet. Die Gesamtenergie der Batterien ist auf 48 Kilowattstunden, 57,6 Kilowattstunden bzw. 72 Kilowattstunden gestiegen und der Stromverbrauch pro 100 Kilometer unter Arbeitsbedingungen beträgt 11,6 Kilowattstunden, 11,9 Kilowattstunden bzw. 12,5 Kilowattstunden. Chinesische Medien berichten, dass die Händler vor Ort davon ausgehen, dass der Preis des Quinn Plus EV auf umgerechnet etwa 15.960 Euro sinken wird. Das Vormodell von 2021 startete bei 18.900 Euro. Der kürzlich eingeführte 2023 Quinn Plus DMI Hybrid verzeichnete ebenfalls einen Preisverfall. Es hat jetzt einen Startpreis von 13.400 Euro, wurde aber ursprünglich für 14.100 Euro verkauft. Mit der Preissenkung und den aktualisierten Funktionen hofft BYD den gleichen Erfolg wie mit dem Quinn Plus DMI 2023 zu wiederholen, der nur 3 Tage nach seiner Markteinführung 15.000 Bestellungen erhielt.
Wie wir alle wissen, wird BYD noch dieses Jahr mit ein paar Modellen in Deutschland starten. Da scheint es nicht mal unwahrscheinlich, dass der Quinn zukünftig auch zu uns kommen könnte. Aber wie gefällt euch überhaupt der BYD Quinn? Und was denkt ihr, wird er kosten, sollte er nach Deutschland kommen? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!